Gar kein Plan, Mann, was ich laber, doch das ist einfach mal gar kein Drama. Ihr seid allesamt die nur Versager. Ich schlage härter zu als Ushiwaka. Yeah, ich lebe seit Jahren schon den gleichen Struggle. Möchte ich endlich mal einen Track fertig machen, hatte ich nie die Zeit, doch nun ist Quarantäne-Time. Und das heißt, ich bin unendlich krass, so wie nur in Ishida. Bist du wirklich krass? Ich flex mit Volleyballspielern. In meiner Freizeit, da hab ich Freizeit. Corona-Lifestyle, das ist gar nicht mal so geil. Doch du weißt, was das heißt. Es heißt kassenweise Langeweile und keine Eile beim Einverleiben von etwaigen Kleinigkeiten. Will ich meinen. All meine Gegner sind dumme Fotzen. Ich zerstör sie alle mit meiner Buttersocke. Und sobald ich einfach meinen Gegner begegne, hex ich erstmal eine Astra-Rakete. Meru. Feru. Nemo. Keru. Dieser Einheitsbrei 0815 Scheiße von den GBL-Kiddies im Netz geteilt. Dabei können sie nicht mal die Uhren lesen von ihren so geschätzten Musikinterpreten. Von dieser aber mit Gold versehen an ihrem Arme sehen. Und das kann ich an der Sohn nicht nachvollziehen, denn ich bin ja schließlich schon 18. Und damit gehöre ich nicht mehr zur Zielgruppe. Das ist schon ziemlich belustigend. Doch manchmal gehen mir die ziemlich auf den Sack. Zum Beispiel auf Instagram denken sie kriegen Respekt. Für den Stasin sie da rappen. Am besten sogar noch Trap. An eigenen Autobahn-Ecken. Nee, echt jetzt, es ist so abfuck. Es geht mir ziemlich auf den Sack, Mann. Ich hab keinen Plan mehr, was geht da ab. Kein Bock mehr auf diese ganze Szene. Kein Bock mehr, die Szene mit Scheiße zu prägen. Vielleicht versuche ich's mal anders. Keinen Plan, Mann. Wollte ich jetzt nur eine Kampfansage machen oder auch eine Message haben, es wäre ja schon ziemlich ehrenhaft, wenn man mal was Vernünftiges sagt. Heutzutage kommt ein dabei an Deutschrap nicht mehr viel zu Ohren. Und man kommt auch selten zu Wort. Ehre! Ständig dieser ganze Materialismus-Scheiß, der den Deutschrap verkörpert. Da bin ich sowas von empört, Mann, das ist doch alles gar nicht hörbar. Ich fühl das alles einfach gar nicht, sitz in meinem Zimmer, keine Nachsicht. Ich habe einfach Spaß beim Rappen, ohne ein Management, was Millionen kauft. Und so muss das auch. Time. Timeru!